Da der WQ50 noch nicht eingebaut wurde, einmal hier übergeben, speichern als SD2 und hier einmal absetzen. Servus, da ist der Peter. Heute geht es ums Speichersystem der Subparts, also kurz gesagt um die Kurztexte. Kurz gesagt um die Kurztexte, wunderbar, coole Überleitung. Ihr seht jetzt hier, habe ich zum Beispiel in meinem neuen oder in meinem sehr bekannten Projekt 0 ein Gebäude 2 hinzugezeichnet und möchte mit euch das Speichersystem anhand der Querkrafttorne zeigen. Die werde ich so benennen in 1, 2, 3 oder vielleicht mache ich auch nur einen Namen, ich weiß es noch nicht. Und ihr seht, das ganze System wurde auch bei den Durchstandsbewährungen und beim Kragplattenanschluss angewandt. Dann geht es einmal mal los. Der Grund ist, dafür da, es gibt nicht ein paar Leute, die benutzen den Kurztext nicht. Ist auch möglich, man kann auch den Kurztext weglassen. Allerdings ist immer das Problem, wenn man den Langtext, also den komplett eindeutigen Code, an das Einbauteil heranschreibt, dann kann der sehr lang werden. Vor allem, wenn ihr eine Dübelleiste immer mehr als zwei Dübel besitzt und habt so einen Durchstandsbereich und müsst in den Maßstab 1:50 machen, dann ist es eine Katastrophe, funktioniert nicht. Oh, da kriegen wir schon die Nachricht vom Ecodorn-Meister. Egal, den lassen wir jetzt einfach drin, schneiden wir nicht raus, dass man gleich weiß, hey, ich bin in direktem Kontakt mit den Herstellern. Micha, Grüße an der Stelle. Also jetzt wollen wir die Ecodorne hier einbauen. Dazu lösche ich sie erstmal, damit ich euch zeige, wie das Speichersystem funktioniert. Und wenn wir das hier gelöscht haben, dann sind die ja auch jetzt hier raus aus dem System, aus dieser Legende. Legenden könnt ihr natürlich auch von der Homepage herunterladen von mir. Aber das ist ein anderes Video. Jetzt gehe ich in die Bibliothek, ich hole mir das Subparts heraus, ich suche mir den Querkrafttorn und habe jetzt hier die Möglichkeit, erstmal bei den Einstellungen einen Bürostandard einzugeben. Zum Beispiel möchte ich statt QKD vielleicht Schubtorn oder SD. SD minus haben, Enter, Klammer auf. Habe aber jetzt wahrscheinlich ein Problem, denn den wird es schon geben. Gehen wir mal hier auf N, speichern. Genau, ich lösche die vorhandenen raus. So, jetzt sind wir wieder auf 0. Und jetzt haben wir die Höhe in Verschiebung 0. Und jetzt können wir das Ganze einen Namen geben. Also, jetzt fangen wir erstmal komplett von vorne an. Wie fangen wir an, einen Querkrafttorn zu verlegen? Erstmal kein N, aber das soll jetzt erstmal egal sein. Wir holen uns das Messwerkzeug Messenkoordinaten, nehmen die Oberkante, Rechtsklick, Mittelpunkt, Unterkante der Decke und haben hier die 247,5. Die übernehmen wir und geben wir hier ein 247,5. Enter. Jetzt den richtigen Querkrafttorn aus der Bemessung holen. Ich nehme in dem Fall einen BN. Ich sage mal, 50 wird wahrscheinlich reichen. So, und jetzt hat 90 Grad hier eingeben und den Abstand einmalig eingeben. Sagen wir mal 0,70 ist der erste. Keine Bange, der Text wird dann richtig gedreht. Maßstab 1:50 ist super. Wir haben 40, genau. Und jetzt wird uns vorgeschlagen vom System SD1. Übergeben wir, speichern wir jetzt unter SD1 ab. Ich kopiere mir das Ganze. Jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, 6 mal, was wird denn der Abstand sein, 0,80 vielleicht? Okay. Ich verschiebe das ein bisschen so mittig, so. Also natürlich müsst ihr das richtig machen, aber ich schaue jetzt bloß, dass es ungefähr so ausschaut. Ja, wunderbar. Genau, und jetzt brauchen wir ja an der Stelle einen anderen Querkrafttoren, weil die Deckenplatte, die hier, die verschiebt sich ja in der Richtung so hin, die kann sich ja so verschieben. Und die Querkrafttorne, die haben eine runde Hülse und die verschieben sich auch in der Richtung. So. Jetzt brauchen wir hier Querkrafttornen, die sich so verschieben, in der Richtung, also in der Richtung und in der Richtung. Und da brauchen wir jetzt einen anderen Typen. Also Doppelrechtsklick, wir übernehmen wieder den letzten. Wir sehen, der Absetzpunkt ist unten. In dem Fall müssen wir dann um 180 Grad drehen. Wir nehmen jetzt die WQ und setzen den einfach hier ab. Ich glaube, ich brauche zwei Stück. Aber da der WQ50 noch nicht eingebaut wurde, einmal hier übergeben,
speichern als SD2 und hier einmal absetzen. Und hier nochmal absetzen. Genau. Ich mache es jetzt so, dass ich einfach diese S1 hier nochmal reinkopiere. Hier müssen wir ein bisschen Kosmetikarbeit machen. Das heißt, den Text setze ich jetzt einfach hier ab. Ja, machen wir bei beiden. Und dann schaut das Ganze so aus. Ziemlich cool, denn jetzt haben wir es nämlich auch hier in dem Text drin. SD1, Max Frank 9 Stück, SD2 2 Stück. Ja, wie funktioniert das System? Also was, jetzt erkläre ich das System. Das System ist nämlich so, ein Smartboard kann eigentlich eine Datei entweder nur lesen oder speichern. Was meine ich damit? Damit das Ganze abgespeichert werden kann, muss ich jetzt einfach mal hier was ändern, übergeben und speichern. Mein System zählt einfach diese Dateien, die in diesen Projektordner abgelegt wurden. Kann ich das Projekt sehen? Ja, genau. Also wir sehen jetzt hier, wir sind im Altplan-Ordner 24, Projekt, in meinem berühmten 00-Projekt, Library Quercraft Bitmaps Save. Also jedes Einbauteil in dem Projekt hat wirklich eine eindeutige Nummer, eine eindeutige Zuordnung und die wird hier generiert. Hier wird ein Langtext erzeugt, aber der Langtext wird für Windows übersetzt und für Altplan. Was meine ich damit? Verbotene Zeichen wie diese, da gibt es auch so Dreiecksdinger, die Hashtags, die Slashes, was ist noch verboten? Sterne, glaube ich, sind noch verboten. Und auch bei mir sind Punkte verboten, weil sonst würde hier Ecodorn WN40 Brandschutzmanschette .txt stehen. Das wäre fatal. Deswegen wurde der Punkt automatisch von meinem System in einen Unterstrich erstellt oder umgewandelt. Und dadurch könnt ihr das Ganze einfach abspeichern. Und wenn ihr so eine Datei öffnen würdet mit einem Editor, zum Beispiel wie hier, seht ihr, da steht nicht mehr drin als S-1. Das heißt, mein System scannt, nachdem man hier einmal klickt, gibt es diesen Langtext, der hier angegeben ist, hier in diesem System. Dann macht man bitte auch mal auf den Langtext, diesen Langtext. Ihr fügt alle nötigen Attribute zusammen. Es können bis zu Antwort 1, 2, 3 sein. Also bis zu 3. Beim Ecodorn sind es nur 2. Wie fast bei jedem Support. Und fügt die in einen Namen zusammen. Scannt dann den Namen mit Übersetzung, also mit dem Unterstrich, mit allen vorhandenen Dateien, die hier im Projekt sind. Wenn er das findet, dann nimmt er diesen Namen heraus aus dieser Datei, trennt dann Buchstaben von Zahlen und sagt, okay, die ersten Buchstaben sind die Spalte 1, die Zahl wird wahrscheinlich die Vorgabezahl sein und Spalte 3 könnte noch möglich sein durch die weiteren Strings. Ja, wenn du vorhanden bist, dann lädst du. Wenn du nicht vorhanden bist, dann erstellst du eine neue Datei. Deswegen müsst ihr auch die SD1 abspeichern. Wichtig, sonst habt ihr beim SD1 zum SD2 keinen Unterschied. Sonst bekommt ihr da Probleme. Gut, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch wieder bereichert. Lasst einen Kommentar da, liked das Ganze. Bei 20 Kommentaren bekommt der zweite Block auch eine Tür. Clickbait hier. Und das nächste Video, das wird jetzt genial. Die Endcard kommt dabei gleich. Gell? Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal, euer Peter.